Gründonnerstag. Jesus wäscht bei seinen Freunden die Füße. Die Juden feiern jedes Jahr ein besonderes Fest. Bei dem Fest danken die Juden Gott, weil Gott gut ist. Ein solches Dankfest heißt Pascha-Fest. Auch Jesus feierte jedes Jahr das Pascha-Fest. Das Essen war schon feierlich vorbereitet. Damals mussten sich die Leute oft die Füße waschen, weil die Leute keine Schuhe hatten. Die Leute mussten barfuß laufen. Davon wurden die Füße schmutzig. Zum Füßewaschen gab es extra einen Diener. Jesus und die Freunde wollten auch die Füße waschen, aber Jesus wollte nicht, dass ein Diener kommt. Jesus wollte selber der Diener sein. Jesus wollte selber die Füße von den Freunden waschen. Jesus band eine Schürze um. Jesus tat Wasser in eine Waschschüssel und kniete sich auf den Boden. Jesus fing an, bei den Freunden die Füße zu waschen. Dann trocknete Jesus die Füße mit der Schürze ab. Alle Freunde kamen dran. Petrus kam auch an die Reihe. Petrus wollte nicht, dass Jesus ein Diener ist. Petrus sagte, nein, Jesus, du sollst meine Füße nicht waschen. Jesus sagte, doch, Petrus, du kannst nur mein richtiger Freund sein, wenn ich deine Füße wasche. Du bist mein richtiger Freund, wenn ich dein Diener bin. Petrus sagte, Jesus, ich möchte dein richtiger Freund sein. Du darfst auch meine Hände und mein Gesicht waschen. Jesus sagte, nein, das brauchst du nicht. Die Hände und das Gesicht sind rein. Wer rein ist, muss nur die Füße waschen. Jesus sagte zu den Freunden, das Wichtigste ist, dass ihr ein reines Herz habt. Ihr habt alle ein reines Herz, nur einer von meinen Freunden nicht. Das ist der Freund, der mich verraten will, damit andere Leute kommen und mich töten. Jesus war mit dem Füßewaschen fertig. Jesus hängte die Schürze weg und setzte sich auf einen Platz. Ich möchte euch erklären, warum ich eure Füße selber gewaschen habe. Das ist so, ich bin Jesus. Ich komme von Gott. Wer von Gott kommt, ist ein Diener für die Menschen. So wie ich beim Füßewaschen euer Diener bin. Ihr seid meine Schüler. Ihr wollt auch zu Gott gehören. Darum sollt ihr auch Diener sein, so wie ich ein Diener bin. Ihr sollt für alle Menschen ein Diener sein. Ihr sollt alles tun, wie ich es euch getan habe. Ich bin das Vorbild für euch. Der Gründonnerstag gehört zur Osterwoche. Er erinnert uns Christen an das Abschiedsmahl von Jesus und seinen Jüngern vor seinem Tod am Kreuz. Am Gründonnerstag essen viele Christen nach alter Tradition grüne Nahrungsmittel. Das Wort Gründonnerstag kommt aber eher von Grinen, das heißt Wimmern oder Weinen. Jesus wusch seinen Freunden die Füße. Er wollte ihnen ein Diener sein, sich selbst erniedrigen und seinen Freunden etwas Gutes tun. Er ist unser Vorbild. Wir sollen auch für andere etwas tun, ohne Aufforderung. Außerdem sollte durch die Fußwaschung die Sauberkeit wieder hergestellt werden und erhalten bleiben. Dies ist auch in der heutigen Zeit sehr wichtig. Besonders auf unsere Sauberkeit der Hände müssen wir wegen der Verbreitung von Coronaviren achten.